Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ihr auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Sully, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Ja, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Sieh mal, Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes. Und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Thomas Tew? Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew, laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Wort des Tages? Pompös. Warum hat der Thomas Tew nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Und wo sind jetzt die Shoreline-Typen? Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Nate. Ja, was gefunden? Ich glaub schon. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspannen. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, bin ich immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter.
wohl nicht richtig aufgepasst. Hier ist keine Spur von Sam. Wir finden ihn. Elena, runter! Wenn ihr Idioten alles zum Einsturz bringt! Werden mir Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch. Holen wir uns diese Fackeln. Gute Idee. Die Münder, die mich verleumdeten. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Ich sehe keine Fußspuren. Wir sind wohl auf einem anderen Weg als Sie. Okay, dann holen wir sie mal ein.
Ah, hallo. Hey, das geht also einmal rund? Sieht so aus. Hier hat es einen Kampf gegeben. Ja, Two's Männer gegen Avery's. Hallo? Irgendein Schlüssel. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. Er stammt von Two und seine Leute. Leutnant Barton, Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden, gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen seiner Tunnel. Aber seid achtsam, Leutnant. Er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihm den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns einen Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück, Kapitän Thomas Two. Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Ach, Mann. Verdammt. Bin okay. Explodierst du jetzt? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Wow. Sehr elegant. Danke.
Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Aber immer noch schaurig. Ja, vielleicht 3 von 10 Punkten. Ich sage 4. Echt 4? Mhm. Ich habe Druck auf den Ohren. Ja, es geht eindeutig runter. Okay. Noch eine Todesfalle. Ja, und keine Fußspuren hier. Hast du nicht gesagt, auf dem Brief sind Symbole? Das stimmt. Die Symbole entsprechen denen auf den Posten. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Okay, das war ein guter Anfang. Folge mir einfach, okay? Sei bloß vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Sagt der Kerl, der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat. Ja, weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. So weit, so gut. Ja, klopf auf Holz. Besser nicht. Wer weiß, was passiert. Ja, stimmt. Geschafft. Leck mich, Avery. Da kommen wir raus. Ist das der Rest von Tus Leuten? Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja. Lass uns hier vorsichtig sein.
Schlüsselloch. Schlüssel. Warte, wenn es eine Falle ist? Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Oh Mann. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja? Dann los. Siehst du? Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Mist. Nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir, Schwung zu holen. In alten Zeiten, hä? Elena? Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Mein Held? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist nicht witzig. Oh. Oh, du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Oh. Lass mal hören. Hört sich doch gut an. Ah. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alles gut? Alles gut. Das muss Sam sein. Komm.